Hallo, wir sind hier heute im Novotel Wrocław Zentrum. Ich habe hier einen Executive Room bekommen, Zimmer 1125, als Upgrade für das gebuchte Superior Zimmer. Wir schauen uns das gleich mal an und fangen gleich mit dem Badezimmer an. Wenn wir reinkommen, links gleich Waschbecken, Duschgel, Seife und was es da sonst so alles gibt, vorhanden. Gegenüber gleich die Toilette. Die Dusche ist recht großzügig gestaltet, viel Platz mit einer Glaswand, abgetrennt vom restlichen Bereich. Wenn wir uns wieder in die andere Richtung drehen, sehen wir den Kleiderschrank. Da ist auch ein Safe mit drinne. Meine Sachen habe ich schon im Kleiderschrank verstaut. Ja, dann kommen wir in das Zimmer. Links das Bett. Recht groß, bequem, schon ausprobiert, schon mal drauf gesessen. Wie man noch sieht, an beiden Seiten des Bettes nicht nur Lampen, sondern auch Steckdosen vorhanden. Telefon ist vorhanden. Kissen dürften wohl auch ausreichen für mich. Und hier vorne sieht man auch gleich noch die zum Executive Room zugehörigen Bademäntel. Die bleiben natürlich hier, da wird keiner mitgenommen. Und sehr bequem ein Sessel mit Fußablage und Tisch dazu. Das Hotel ist ein ehemaliges Orbis, wurde in diesem Jahr, glaube ich, renoviert. Die unteren Etagen gehören zum Ibis und ab der fünften Etage gehören die Zimmer zum Novotel. Also alle noch ganz frisch renoviert. Alles ganz neu. Nach den neuesten Einrichtungsrichtlinien von Novotel. Riesengroßer Fernseher, den ich eh nie anschalten werde. Das sind bestimmt so 40 oder 50 Zoll. Mal gucken, ob man es irgendwo lesen kann. Schreibtisch vorhanden. Ein USB-Lautsprechergerät oder wie auch immer man das nennen möchte. Radio. Radio müsste auch mit da dran sein. Keine Ahnung, muss ich noch ausprobieren. Stecker liegt daneben. Minibar ist vorhanden. Das Mineralwasser wird immer kostenlos aufgefüllt. Nespresso-Kaffeemaschine. Kann ich mir morgen früh noch ein Espresso machen, bevor ich mich dann ins Getümmel in Wrocław stürze. Gläser. Alles vorhanden, was man so braucht. Safe. Unten die Minibar. Mit diversen Getränken gefüllt. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, das WLAN ist kostenlos und auch recht stabil und schnell. Ihr seht, hier braucht man wieder diese Karte zum Reinstecken für den Strom. Oder fürs Licht auf jeden Fall. Ich glaube, der Strom geht auch ohne. Muss ich nochmal ausprobieren. Ja, und dann werfen wir mal noch einen Blick nach draußen. Ich habe einen Blick zur Innenstadt bekommen. Und wie ihr seht, das ist jetzt auch nicht so der schlechteste Ausblick. Da gibt es deutend schlechtere. Gut, ein paar dunkle Wolken im Hintergrund, aber das soll mich weiter nicht stören. Und man kriegt hier oben von dem ganzen Verkehr, der unten so abläuft, absolut nichts mit. Das ist alles schalldicht hier. Also trotz des Verkehrs, trotz der Bahnstrecke im Hintergrund, man merkt davon gar nichts. Also wer einen leichten Schlaf hat, kann hier problemlos schlafen. Tja, was habe ich gezahlt? Ich habe 102 Euro für 2 Nächte für den Superior Room gezahlt, inklusive Frühstück, muss man dazu sagen. Und habe halt das Upgrade bekommen. Ja, was ihr auch seht, Klimaanlage ist vorhanden. Alles in allem, denke ich mal, Preis-Leistung stimmen hier. Und die Lage, circa 5 bis 8 Minuten Fußweg vom Bahnhof Wrocław Główny entfernt, kann man auch nicht meckern.
Bis zur Innenstadt läuft man auch nicht so lange. Oder hier vorne ist gleich eine Straßenbahnhaltestelle, mit der man reinfahren kann in die Innenstadt. Ja, ich würde sagen, absolute Empfehlung.